Ja, hier der zweite Teil unserer Deutschland-Tour. Neben mir weiterhin Daniela. Natürlich. Tag 3 von Augsburg nach Donauwörth. Ja, der dritte Tag begann erneut mit einem Defekt, der sich am Vortag schon angedeutet hatte. Ein lautes, nervendes Knarren unten von meinem Tretlager, was sich dann auch später als Tretlagerschaden herausstellte, aber dazu mehr. Genau, erstmal konnten wir trotzdem noch wieder diesen tollen Weg genießen. Hier ist wieder der Lech, super schön. Ich fand, der zweite Tag war irgendwie auch geprägt von mehr historischen Bauten. Ne? Ja, schon. Spannend hier. Das ist also ein Verkehrsinsel mit einer riesigen Schaufel. Wurde jetzt eben nicht deutlich. Diese riesige Schaufel war beschriftet mit Dena. Ich habe das in Rhein oder Rhein Dena City genannt, weil da die Zentrale von Dena ist. Ein wahnsinniger Gartencenter, wo wir auch Mittag gegessen haben. Total cool irgendwie. Kann man sich immer sicherlich Bilder mal im Internet angucken. Lohnt sich bestimmt. Ja, war schon echt witzig. So, auch unter diesen ganzen historischen und schicken Städtchen da wirklich so ein Riesengartencenter da auf einmal zu haben, so ganz modern. So, der dritte Abend verschlug uns nach Donauwörth. Man hat eben schon das Schild gesehen, Donau, wo wir eingekehrt sind zum Goldenen Herrschen. Genau, wir haben im Goldenen Hirschen gegessen und geschlafen im Hotel im Ried. Ja, ich fand den richtig schönen Ort. Ja, absolut. Da können wir nochmal zum Abschied winken am nächsten Morgen nach Donauwörth rüber. War schön. Ja, der vierte Tag führte dann von Donauwörth nach Feuchtwangen. Da hast du dich hinter einen Trecker gehängt. Das war cool. Ja, das war also kaum anstrengend, weil ich im Windschatten dieses Treckers gefahren bin. Mein alter Opa ist den gefahren, der hat erst geguckt, aber dann hat er mir noch Zeichen gegeben, in welche Richtung er weiterfahren wollte. War witzig. Und ich bin dann gemütlich hinterhergefahren und habe dann so den Weg für mich alleine gehabt. Hier wird es, glaube ich, nochmal deutlich. Als wir Hoffnung hatten, dass es nur noch gerade ging, weit gefehlt. Aber das fand ich während der ganzen Reise total wahnsinnig. Hinter jeder Kurve hier diese Kirche auf diesem Fels hat uns irgendeine besondere landschaftliche, architektonische oder was auch immer Besonderheit empfangen, wo wir aus dem Staunen oder ich aus dem Staunen nie herauskam. Ich weiß nicht, wie ging es dir dabei? Ja, absolut. Hier sieht es auch so aus, als wenn das so richtig die totale Weite ist, aber es ist einfach überhaupt gar nicht so. Es geht jetzt so ein bisschen geradeaus und dann kommt entweder eine Senke oder eine Kurve und schon sieht es wieder komplett anders aus. Oh, das ist schön. Da sieht man, glaube ich, die Steigung und die Abfahrten recht deutlich. Hier ein paar Impressionen von der Landschaft. Wird nach hinten hin fotografiert. Was das jetzt für ein Ort ist, kann ich nicht sagen. Ja, hier sieht man die ganzen verschiedenen Fernradwege. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass es eine interessante Gegend war. Ah, da kann ich mich noch gut dran erinnern, an diese Burg, weil die einen für uns prägnanten Namen hat. Und nämlich war das die Harburg. Die kommt gleich auf einem späteren Video, glaube ich, noch ein bisschen deutlicher. Sieht man immer wieder die Berge, die man teilweise umfahren hat, teilweise mittendrauf. Ja, vor allem, weil das gar nicht so felsig ist, wie wir jetzt so Berge oder Alpen denken würden, sondern so grüne Hügelchen, selbst die haben das wahnsinnig in sich gehabt. Auch die Wolkenbilder hier, Wahnsinn, ne? Ja, kann man aber auch sehen, was wir für ein geniales Wetter hatten. Ja, wettermäßig, das kann ich, glaube ich, vorwegnehmen. Das war schon genial. Also, wir hatten also den eben geschilderten Platzregen, der noch nicht mal negativ war. Und bis zum vorletzten Tag überhaupt kein Regen. Besser kann es nicht kommen. Das ist so. Geil. Jetzt mal das Video von der Harburg eben. Auf der rechten Seite. Fink mal. Hallo.
Nee, ich wollte gerade ein Foto von der Burg machen, beziehungsweise von dem Ortsschild, weil das für Norddeutsche natürlich ziemlich witzig ist. Ja, das ist das, was ich meinte. Man fährt eine Straße, denkt sich, oh, jetzt kommt der Anstieg oder was auch immer, und dann kommt wieder so eine wahnsinnige Burg, die man von der weiten Ferne schon erkennen kann. Und wow. Und trotzdem kam der Anstieg. Ja, natürlich. Vor allem auch merkwürdigerweise immer innerhalb der Ortschaften. Konnte man immer von ausgehen. Wenn man irgendwo in einen Ort reinfährt, ging es danach sofort wieder hoch, steil aus dem Ort raus. Da ging es mal schön an der Bahnlinie lang, das hatten wir auch öfter mal. Da war der Lech ein Stück weiter weg. Das ist ja eigentlich klug gemacht, das an Flüssen zu bauen, weil Flüsse bekanntlich ja zum Beispiel keine Aufstiege machen können. So könnte ja kein Fluss funktionieren. Und so baut man dann in diesem Bereich einfach eine Eisenbahnlinie und Straßen und so weiter. Klug gemacht. Hut ab! Ja, dachten wir auch, ne? Aber öfter mal ging es ja auch in Anstiegen am Fluss vorbei. Rechts sieht man etwas Spannendes Gebautes. Ich weiß bis heute nicht, was es ist. Von weitem sah das aus wie so ein riesiges Hühnermobil. Ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen? Oder ist das gar nicht aufgefallen, das Teil da rechts? Ja, doch, aber ich konnte es auch nicht so einordnen. Das ist doch wieder einfach nur schön. Ja, Wohnwagen? Nee. Überall bergig. Oh, da war wieder so ein Bild. Das Fahrradfahren nicht immer leichter macht. Aber packen wir's. Ja, da sind die Steigungen fast schon Anstiege. Auf der Kamera nicht ordentlich festzuhalten. Bei nächster Möglichkeit links. Aber sie sind da. Und sie sind heftig. Und dann kamen wir endlich nach Nördlingen. Da könnte man jetzt fast eine Fanfare spielen. Warum? Ich war mit 17 schon mal in Nördlingen und war damals total begeistert von dieser Stadt. Das war das erste Mal, dass ich solch eine mittelalterlich haltende Stadt gesehen habe. Und so freute ich mich jetzt auch wieder jetzt darauf, nach Nördlingen reinzukommen. Straße. Und war auch nicht enttäuscht. Wie fandst du Nördlingen? Ich fand Nördlingen richtig schön. Das war so eine der schönsten Gemeinden, wo wir so durchgefahren sind mit diesem alten Stadtkern da. Das finde ich auch total gut. Gefällt mir gut. Mhm. Da war am Wochenende vorher irgendwie ein Stadtfest, deswegen waren dann noch so Reste von Bühnen und Tribünen zu sehen. Also Nördlingen hat mir aber auch sehr gut gefallen. Ja, Nördlingen komplett eingemauert von dieser Wehrmauer. Und die Gebäude, die Ortschaften, waren dann auch nicht nur von Putzhäusern gestaltet, sondern waren dann auch viele Fachwerkhäuser. Ja. Hier sieht man schön die Steigung. Ja, ob man es so genau sieht, ist ja die Frage, aber wir sehen es natürlich, weil wir sie in den Beinen hatten. Hier ging es denn, ich glaube, war das schon Feuchtwangen? No. Auf jeden Fall sind wir dann abends in Feuchtwangen. Das ist auch ganz witzig. Unser Zimmer da, habe ich es mit Pfeil gemacht, direkt an der am Biergarten. Am Biergarten, genau, sodass wir, obwohl wir kaputt waren, was getrunken haben, es immer noch gut in unser Zimmer geschafft haben.
So, der sechste Tag ging dann von Feuchtwangen nach Tauberbischofsheim. Das war eigentlich so deine, für dich und dein Fahrrad, die blödeste Etappe, oder? Ja, das auf jeden Fall. Wir haben dann ja in Rothenburg an ob der Tauber mit einem blöden Fahrradhändler noch zu tun gehabt, der sich partout mit einer ganz arroganten Art und Weise geweigert hat, mein Fahrrad überhaupt genauer anzugucken, geschweige denn zu reparieren, weil die Touristen ja schließlich auch nicht das Geld bringen, was die Stammkunden machen. Ich kann es vorwegnehmen, in Tauberbischofsheim haben wir dann auf einer super Reparaturwerkstatt, ich glaube, die hieß Zweirad-Eckers? Esser, genau, Zweirad-Esser. Ganz, ganz toll repariert und mit einem ganz tollen Kundenservice. Also Hut ab, wer irgendwann da mal mit dem Fahrrad unterwegs ist, Zweirad-Esser. Der ultimative Tipp. Hier sieht man eine Brücke, das ist auch eins der Sachen, die mir aufgefallen sind. Ganz viele tolle Brücken, Bauwerken, die wir gar nicht alle fotografisch festhalten konnten, aber die mir lange Zeit in Erinnerung bleiben werden, weil sie einfach so über diese Täler so toll gebaut worden sind. Teilweise Straßen, teilweise auch Eisenbahnbrücken. Ja, richtig riesig. Ja, das war auch witzig. Auf einmal so eine riesen Schafherde. Die hatte ich jetzt persönlich da nicht so erwartet. Da ist der fränkische Wein. Auch sehr schön, die Weinberge. Ja, das kann man auch sagen. Da war ungefähr Schluss von den Biersorten mit den vielen Brauhäusern, sondern da ging es eher in die Weingegend. Hat dann auch unser Trinkverhalten am Abend maßgeblich beeinflusst. Ja. Also das war nach Rothenburg, ich glaube, der Tauber hier oder war das vorher noch? Auf jeden Fall nach Rothenburg auf der Tauber war ich so stinkig über den genannten Fahrradhändler, dass ich erstmal mit Vollgas vorangefahren bin, um meine Laune da ein bisschen auszutreten. Ich glaube, hier kommen wir langsam in Rothenburg auf der Tauber rein. Nee, das ist es noch nicht. Das ist eines dieser anderen Schilder. Hier sieht man die vielen, vielen Fachwerkhäuser aus dem Mittelalter. Und aus den Ortschaften raus wurde es dann sofort wieder total idyllisch. Da kann man erahnen, wie warm das war. Kinder haben da im Lech gespielt. Ging es wieder ein bisschen schön hoch und runter, obwohl es so gerade aussieht. So, in Tauberbischofsheim haben wir dann in einem Hotel übernachtet, was leider Ende des Monats, also Ende September geschlossen wird. Und zwar war das ein Hotel, was von der Caritas, also einer kirchlichen Organisation, betrieben worden ist. Mit Kapelle, mit Ruheraum und so weiter. Das war schon spannend, ein richtig tolles Gebäude. Sieht man gleich auch nochmal jetzt hier schön in der Abendansicht, nachdem wir lecker gegessen haben.